Wir sind natürlich als Europaregion Tirol ja gemeinsam, alle drei Landesteile, Tirol, Südtirol, Trentino, auf dem Weg, uns als in vielen Themen gemeinsam aufzustellen und die Zusammenarbeit zu intensivieren. Und ich denke, Rettungswesen als ein wesentlicher Pfeiler in der Gesundheitsversorgung ist ein exemplarisches Beispiel, wo man die Zusammenarbeit intensivieren muss und auch kann, im Sinne der verunfallten Personen, sei es am Boden oder in der Luft. Und hier haben beide Landesregierungen ein erklärtes Ziel, also die Zusammenarbeit zu intensivieren, nochmal zu verbessern. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben ja in der Gesundheitsversorgung von Seiten Südtirols eine selbstverständliche Zusammenarbeit immer mit dem Bundesland Tirol. Wir haben ja die Abkommen auch mit der DILAG und darüber hinaus. Und das beinhaltet sehr viel an gesundheitlichen Leistungen, die wir eben auch gemeinsam haben können, wenn man so will. Und dazu gehört natürlich auch und ganz selbstverständlich, dass wir im Rettungswesen die Zusammenarbeit verstärken. Und das haben wir jetzt gemacht. Ja, die Zusammenarbeit zwischen der Leitstelle Südtirol und der Leitstelle Tirol funktioniert ja jetzt schon sehr gut. Aber im technischen Bereich werden wir uns weiterentwickeln. Das heißt, man hat eine Schnittstelle, dass diese Einsatzdaten und Einsatzinformationen direkt über eine Schnittstelle dem Einsatzleitsystem in Südtirol übergeben werden. Wenn wir in grenznahen Gebiet sind, das schon in Österreich ist, aber der Patient ein Italiener ist, dann können wir unsere Ambulanz da hinschicken und den versorgen und dann direkt nach Italien bringen. Und das ist schon ein Riesenvorteil für die Bevölkerung natürlich einerseits und andererseits auch für die Mannschaften, die sich dann mit ihren einstudierten Schemen und Normen bewegen können und nicht Angst haben müssen, dass sie über der Grenze sein und da sich anders verhalten müssen.